Wir werden uns ziemlich zügig jetzt aufmachen, in andere Gefilde zu fahren, auch wenn uns der Norden sehr gefallen hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir befinden uns auf einer dänischen Autobahn irgendwo von West nach Ost. Wir fahren jetzt nämlich zur Ostsee und fahren genauer gesagt nach Kolberg. Sagte die Off-Stimme. Nach Kolberg. Gucken uns da mal um. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall noch die Ostsee an und gucken mal, was Dänemark noch so zu bieten hat. Außer traumhafte Strände, wie ihr in der letzten Folge hoffentlich gesehen habt. Es hat vorhin richtig geschüttet. Jetzt klart es so ein bisschen auf. Wir hoffen mal, dass es so bleibt. Das war's. Ich habe jetzt gerade durch Zufall gesehen, dass es hier Wasser gibt, Wasser- und Abwasserstation. Und wir brauchen eh noch Wasser, deswegen richtig gut, ist sogar kostenlos. Cool, da hinten sind auch öffentliche Toiletten. Und es ist jetzt hier einfach an der Autobahn eine Gaststätte. Mülleimer gibt es auch. Und mega. Also vielen lieben Dank, Dänemark. So, einmal noch den Sand entfernen aus dem Fahrerraum. Der hatte sich natürlich nach dem Tag am Autostrand heute ganz schön reingeschlichen. Sehr gut, alles wieder sauber. Gut, dann geht's weiter, oder? Yes. Okay, also wir sind jetzt in Kolding angekommen. Und ja, soll eine ganz schöne Hafenstadt sein. Keine Ahnung, lag halt auf dem Weg und wir hatten Lust, uns noch ein bisschen zu bewegen. Deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben gerade den Liebesbaum gefunden. Aber ich weiß nicht, ob es den Liebesbaum gibt, sondern ich habe dem Baum gerade den liebevollen Namen Liebesbaum gegeben, weil er als einziger mit Herzchen dekoriert ist. Ich darf jetzt wieder entscheiden, ob grün oder rot. Ne, letztes Mal hat man grün, glaube ich, oder? Mhm. Machen wir heute mal ein rotes. Machen wir heute ein rotes? Ja. Zwischen allerlei Sachen. Es gibt dazu auch noch so Grillspieße, die brate ich noch an. Die müssen nämlich weg. Und ansonsten wird es aber ein gemüsiges Curry. Freue ich mich schon richtig drauf. Ja, wir hatten gerade noch mal richtig Glück. Wir stehen jetzt hier auf so einem Parkplatz. An der Ostküste und ich spreche an der Ostsee und gleich direkt am Strand und wir wollten eigentlich, sind die direkt ausgeschriebenen Parkplätze für die Wohnmobile auf einer Grasfläche, durch die muss man erstmal durch eine Schlammpfütze fahren, das haben wir alles gemacht und haben ausprobiert, ob man anfahren kann und ja, die Traktion hat schon ganz schön nachgelassen, also wir sind dann zum Glück noch rausgekommen, aber ich sag mal, das war jetzt echt kurz davor, dass wir da irgendwie stecken geblieben sind. Das ist halt irgendwie im November, ist das so ein Feld oder einfach so eine Wiese für so einen 3,5-Tonner mit Frontradantrieb nicht ganz so gut geeignet. Deswegen stehen wir jetzt halb illegal hier einfach nur auf dem Parkplatz und gleich nebenan. Ich hoffe, es sagt keiner was, aber ich denke nicht. Das wird schon passen, aber es ist schon, man muss schon mit so einem großen Gefährt echt aufpassen, dass man sich nicht irgendwo festfährt. Das wäre jetzt auf jeden Fall nicht so schön gewesen heute Abend. Ja, wobei der Platz an sich eigentlich, glaube ich, echt schön ist. Wir sind hier direkt am Meer. Hier waren jetzt auch gerade Kühe, haben wir gesehen. Und es gibt hier sogar so eine kleine Unterstellhütte, wo man anscheinend auch ja, ein Feuer machen könnte.
Aber ja, wir haben jetzt auch eh kein Feuerholz. Deswegen machen wir es uns hier drin einfach gemütlich, kochen was Leckeres. Fabi hat mir Schokolade gekauft. Guten Appetit! Piep, piep, piep. Hinter mir seht ihr den vermeintlichen Parkplatz, wo wir uns eigentlich hinstellen sollten. Also hier diese schöne grüne Wiese mit ein paar Schlammlöchern. Und ich muss schon sagen, also auch Pablo hatte hier schon ein bisschen Mühe, dann auch rauszukommen, als wir dann gestanden sind. Also ihr seht hier noch unsere Spuren. Und es sind schon ein paar Schlammpfützen hier drin. Es sieht auf der Kamera bestimmt null spektakulär aus. Ist es wahrscheinlich auch nicht für ein normales Auto, für einen 3,5 Tonner mit Frontradantrieb ohne AT-Reifen, die wir aktuell ja noch nicht drauf haben, ist das schon, ja, kann schon schwieriger sein. Wir wären garantiert wieder rausgekommen, aber vor allem nachts, wenn du nicht genau siehst, was hier die Platzverhältnisse sind und wo du stehst und wo das Meer ist, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Deswegen haben wir das lieber mal gelassen und haben uns jetzt einfach mal frech auf den verbotenen Parkplatz hier gestellt für Camper. Aber stehen hier einfach mal wieder super geil direkt am Meer. Ihr seht hier ein paar Dünen und im Hintergrund ist auch schon das Meer. Und wir werden jetzt erstmal langsam was frühstücken. Anna macht sich erstmal fresh. Und dann beginnen wir den Tag mit Frühstück, Sonne hoffentlich und ein bisschen Meer. Verrückt, also wir haben es ja schon im letzten Video ein bisschen gesagt gehabt, was für eine Faszination das Meer immer wieder in einem auslöst. Und wir haben so das Gefühl, so diese ganz wirklich glücklichen, tiefen Momente hatten wir immer, wenn wir am Meer sind. Und Dänemark ist jetzt wieder ein Stück Teil von unserer Geschichte, die wir erlebt haben mit Pablo. Und wir sind echt, können uns so glücklich schätzen, dass wir solche Geschichten erleben dürfen. Das ist jetzt tatsächlich der letzte Tag für uns in Dänemark. Wir haben Dänemark sehr genossen, es war sehr schön. Es war ein bisschen schlechtes Wetter, aber trotzdem haben wir echt coole Sachen und tolle Sachen hier gesehen und es war einfach wunderschön. Trotz allem müssen wir zurück in den Süden, weil wir haben gemerkt, oder wir merken immer mehr, dass uns erstmal das Licht fehlt, mir zumindest, ich bin da sehr empfindlich. Ja. Und ich brauche einfach ein bisschen mehr Süden, glaube ich. Und es macht einfach das Vanlife für uns aktuell auch ein bisschen leichter, weil wir werden nur getrieben, weil wir keinen Solarstrom bekommen und wir entweder dann auf teure Stellplätze müssten oder einfach viel fahren müssten. Und das in Kombination mit Arbeiten im Van, das geht nicht so gut und das stresst uns wirklich. Plus tatsächlich war Dänemark auch nur ein Zwischenstopp für uns, beziehungsweise eine Zwischenlösung. Ich habe nämlich Anfang Dezember nochmal zwei Termine beruflicherseits in Deutschland, wo wir auf jeden Fall hin mussten. Wir wollten jetzt aber die Zeit nicht in Deutschland absitzen, sage ich mal. Deswegen hatten wir uns entschieden, einfach mal einen Abstecher nach Dänemark zu machen, weil wir hier auch noch nie waren. Ich würde aber sagen, es hat uns so gut gefallen, dass wir nächstes Jahr dann wahrscheinlich bei besserem Wetter im Sommer auf jeden Fall nochmal wiederkommen und dann natürlich noch viel, viel mehr sehen wollen und auch mehr von Skandinavien. Ja, definitiv. Kopenhagen steht auch noch auf unserer To-Do-Liste. Es sind noch so viele Sachen hier zu sehen und zu entdecken. Wir werden jetzt aber trotzdem erstmal Richtung Flensburg fahren und da die Nacht verbringen. Da gibt es einen Stellplatz mitten in der Stadt. Der ist eher zweckmäßig, aber der soll es für heute reichen. Und dann geht es für uns Richtung Norddeutschland wieder. Dänemark, Tag, das heißt danke, wir sehen uns bald wieder. Jetzt geht es aber erstmal zurück nach Deutschland, in den Norden. Dann geht es nur noch südwärts. Und dann geht es hoffentlich südwärts, weil wir brauchen Wärme. Und Sonne. Und Sonne.
Wir beide sind mittlerweile in Hamburg angekommen. Oh, Entschuldigung. Bei typisch nordischem Wetter. Das verfolgt uns die letzten Tage. Also heller als jetzt ist es auch bisher noch nicht geworden, aber es ist halt wirklich einfach Nordwetter und ja, kann man sich halt drauf einstellen. Ja, es gehört aber irgendwie zu Hamburg dazu und die Stadt macht es ja nicht weniger schön. Wir standen heute Nacht schon direkt am Fischmarkt. Konnte man ganz gut stehen, oder? Ja, war voll okay. Also klar, du hörst sogar nachts die Schiffe, ja, aber mich hat es jetzt gar nicht gestört. Und ja, wir sind gestern aber auch erst im Dunkeln angekommen. Heute früh haben wir dann die Elbe gesehen und standen da direkt wirklich am Hafen auch. Sind dann gestern Abend noch einmal über den Hamburger Dom geschlendert und ein bisschen durch die Stadt, durch St. Pauli. Ja, und jetzt wollten wir uns hier noch ein bisschen die Hafenspeicherstadt angucken. Bevor wir Hamburg verlassen können, müssen wir auf jeden Fall noch ein originales Fischbrötchen essen. Und das suchen wir jetzt erstmal. Diesmal keine Cevapcici. Nee, diesmal keine Cevapcicis. Das ist Stage Theater, die Musicalschule. Dein schönstes Fischbrötchen strahlen. Richtig geil. Sehr geil. Immer wieder sehr sehenswert, weil es einfach cool ist mit den ganzen Containerschiffen, mit dem Hafen und die schönen Backsteingebäude. Es ist zwar, wie gesagt, echt, immer wenn wir da waren, zumindest war schlechtes Wetter und es ist kalt, aber es lohnt sich trotzdem jedes Mal und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Stadt. Wir werden uns jetzt, glaube ich, wieder auf dem Weg raus aus Hamburg machen. Ja. Wir werden jetzt irgendwo vor Hannover wahrscheinlich stehen. Und müssen noch ein, zwei Sachen einkaufen und dann kochen wir heute Abend. Und ja, dann ist auch schon die Hälfte der Woche fast wieder rum. Es geht mit ganz großen Schritten Richtung Weihnachten zu und das merkt man so langsam. Ich finde, der letzte Monat des Jahres vergeht gefühlt immer doppelt so schnell nochmal. Wir sind mittlerweile in Köln angekommen. Und wir waren echt begeistert von Hamburg bei Nacht. Das ist wirklich grandios schön. Und ihr hattet ja auch, oder einige von euch haben ja mitbekommen, dass wir eine neue Kamera uns zugelegt haben. Und es hat einmal super viel Spaß, die Aufnahmen bei Nacht mit unserer neuen Kamera zu machen. Auch wenn wir da noch nicht 100% drin sind mit dem Filmerischen und den Einstellungen. Und weil es für uns doch auch echt eine neue Herausforderung ist, mit einem neuen Equipment umzugehen. Hat es einfach super viel Spaß gemacht und das hat uns auch wieder gezeigt, wofür wir das eigentlich alles machen. Das ist eben nicht nur Reisen des Reisens willen, um neue Länder kennenzulernen, das ist natürlich auch super, aber wir machen das auch zum großen Teil, weil wir uns ein Stück weit damit selbst verwirklichen können und ja, ohne diese ganze Vanlife-Reihe und diese ganze Vanlife-Szene hätten wir uns das vielleicht gar nicht getraut und wären vielleicht nie in dieses kreative Geschäft gekommen mit dem Filmemachen.
Und wir sind einfach super dankbar, dass es so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Und wir waren tatsächlich in Norwegen, auch wenn es vielleicht auf der Kamera nicht so rüberkam, aber ganz schön gestresst, weil wir da ganz schön viele Kilometer gemacht haben und ich persönlich jetzt auch völlig unterschätzt habe, wie groß Dänemark doch sein kann. Und wir wollten eigentlich noch viel mehr von Dänemark sehen, aber wir haben uns dann bewusst dazu entschieden, einfach einen Gang runterzuschalten und uns wieder auch ein bisschen auf uns zu fokussieren. Und wir sind einfach mal durchgegangen, was wir dieses Jahr alles erlebt haben und erleben durften, vor allem durch YouTube und auch durch eure Unterstützung. Wir haben einen neuen Van ausgebaut, in dem wir unser ganzes Herzblut reingesteckt haben. Wir sind durch super viele Länder jetzt schon wieder gereist. Wir waren auf den Philippinen und haben euch da mit begleitet und waren auf einer super tollen Hochzeit. Wir wurden von einem Filmteam begleitet, was, glaube ich, auch nicht so oft passiert, zumindest uns. Also das war auch auf jeden Fall ein verrücktes Erlebnis. Und wir haben das einfach mal die Tage so ein bisschen rekapituliert, was uns dieses Jahr alles Tolles widerfahren ist und was wir alles erleben durften. Und das hat uns einfach super stolz gemacht und macht uns natürlich auch stolz, dass so viele Menschen, so viele liebe Menschen uns begleiten und ja, uns auch einfach die Motivation teilweise geben, wenn es halt einfach mal ja, einfach nass, kalt und eklig ist und man nicht rausgehen kann aus dem Van und einem einfach die Decke auf den Kopf fällt und man so ein bisschen in Routinen reinfällt, die man noch aus seinem alten Leben kennt, aber einen dann wieder bewusst wird, was für ein Privileg wir haben, hier in diesem Van reisen zu dürfen und ja, das alles zu dokumentieren und das mit euch teilen zu können. Das macht uns unglaublich stolz und hat uns einfach so viel gegeben die letzten Jahre, die es ja mittlerweile schon sind. Und wir freuen uns einfach drauf, neue Sachen auszuprobieren, uns weiterzuentwickeln, uns auch ja, beruflich, filmtechnisch einfach weiterzuentwickeln und da neue Sachen auszuprobieren, die wir bisher noch nicht gemacht haben. Und ja, ich hoffe, dass ihr uns dann natürlich treu bleibt und weiter fleißig zuschaut. Anne ist jetzt gerade aktuell, hat noch einen beruflichen Termin, deswegen sind wir aktuell in NRW und wir werden uns ziemlich zügig jetzt aufmachen, in andere Gefilde zu fahren, auch wenn uns der Norden sehr gefallen hat. Ist Pablo einfach nicht dafür ausgelegt. Man merkt, dass so ein großer Van warm zu bekommen, ist schon eine Herausforderung und ein bisschen schwieriger als mit einem kleinen Van. Trotzdem hat uns der Norden sehr gefallen und wir werden auf jeden Fall zurückkehren, aber jetzt zieht es uns erstmal in neue Gefilde. Wohin unsere Reise geht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wir haben auf jeden Fall ziemlich coole Sachen geplant und hoffen, ihr seid mit dabei. Falls ihr Lust habt, mal eine ältere Folge zu gucken und uns zu begleiten, als das Filmteam bei uns war, dann schaut mal bitte dieses Video an. Das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Ja, leider ist Anni jetzt nicht da zum Verabschieden, aber in unseren beiden Namen sagen wir danke, dass ihr bis zum Ende geguckt habt und wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut alle zusammen.